Willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Ich weiß, ich sehe aus. Das hier ist übrigens ein Devil May Cry, eine Devil May Cry-Jacke. Voll stylisch. Ja, bevor ich aber anfange mit dem The Last of Us 2 Story-Trailer, habe ich erstmal mein Headset verschoben. Nice. Will ich nochmal kurz sagen, ich werde die Kommentare wahrscheinlich deaktivieren unter dem Video, weil ich ganz genau weiß, es gibt bestimmt so die ein oder anderen, die mich wahrscheinlich spoilern werden, weil es gibt ja diesen Leak über das Ende von The Last of Us und über die Story und so weiter. Und ich habe keinen Bock, dass ich da gespoilert werde, weil, nö, muss nicht sein. Spoiler sind für mich die letzten Menschen auf diesem Planeten, ja. Vor allem was das Ende betrifft, vor allem beim Spiel, was noch nicht mal draußen ist, ja. Das ist noch schlimmer. Und da habe ich echt gar keinen Bock drauf. Und ja, ich weiß, meine Webcam hat gerade gewackelt. So. Oh, mein Blatthorn fällt gleich runter. Voll nice. Ist auch egal. Wir werden uns jetzt den The Last of Us 2 Story Trailer anschauen. Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Ich werde euch die Kommentare darunter nicht lesen, weil ich ganz genau weiß, da gibt es auch wieder ein paar lustige Menschen. Und bitte, bitte, bitte versucht auch nicht andere zu spoilern. Das macht man einfach nicht. Das ist absolut untermenschen-like, ja. Also das macht man einfach nicht. So, ich würde mal sagen, wir gucken uns jetzt den Trailer komplett an. Und dann schauen wir mal, was man dazu so sagen kann. Ich bin ein bisschen gehypt gerade. Ich hoffe, da kommen keine Sachen vor, wo ich mir denke, uff, das war klar. Let's go. Ah, Moment, 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 bevor es weitergeht. Ich muss den Ton noch lauter machen. Weil ich gemerkt habe bei der Metal Reaction, ich habe den Ton zu leise gehabt. Ich habe gerade voll gespuckt, Alter. Bah! So, jetzt geht's aber wirklich los. In Deutsch. Okay. Achso, es ist noch The Last of Us 1, oder? Ist das The Last of Us 1 noch gewesen? Ein ganz komischer Ton gerade, ne? Irgendwie. So ein bisschen schallig. Ich gehe morgen los. Oh, sieht das geil aus, ey. Ohne Witz. Oh, das ist. Das war gerade. Wait, das war. Ach, jetzt mal schnell die Lautstärke leiser, ich Dulli. Das war gerade Onkel Tommy, oder? Das ist doch Onkel. Das da? Ne, warte, so glaube ich. Ist Onkel Tommy, oder? Übrigens, wie gefällt euch denn das eigentlich, wenn hier steht Trailer von wegen und da ist mein. Ne? Genau. Ihr wisst schon. Sieht das so besser aus oder soll ich das wieder so ändern wie vorher? Ich finde das so eigentlich ganz okay. Dann sieht man wenigstens alles vom Bild und auch meine Facecam. Okay, machen wir weiter. Oh. Oh nein, sie. Ah! Oh, sie näht sich zu. Oh Gott. Oh nee, das kann ich schon jetzt nicht. Oh, das ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich Leute so hier so. Bah, so einen Faden durchziehen. Oh, das habe ich schon. Oh nee, das habe ich damals. Da hab ich ein Trauma von Supernatural gehabt. Ich habe das nie gesehen und dann habe ich einmal durchgesetzt beim Fernseher und sehe dann diese Szene, wo sich da einer der beiden Brüder so den Arm so. Bäh. Was du willst. Aber egal. Aber nicht um jeden Preis. Oha, was ist denn da los? Okay. Ich muss es beenden. Oh, Alter, ey. What the f was?
Wen hat sie da abgestochen? Ja, 19.06. ja. Moment, Moment, Moment. Da muss ich kurz mal zurück. Wer war denn das da? Das ist Ellie. Und wer ist das? Das ist irgendein Typ oder was? Okay. What the hell? Wir hätten dich töten sollen. Ja, das war euer Fehler. Okay. Kommt da eigentlich noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee, kommt nichts mehr. Also, da muss ich jetzt sagen, war jetzt nicht so krass der Trailer, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen mehr erwartet. Bin gerade auch ein bisschen enttäuscht irgendwie, dass man nicht sehr viel mehr gesehen hat. Aber auch irgendwo, muss man natürlich sagen, ist es gar nicht so übel. Also auf der einen Seite hat man jetzt gefragt, so okay, was kommt da jetzt in diesen Story-Trailer, dass man sich sagt, boah, krass. Aber irgendwie ist das auch gut, weil man will nicht zu viel gespoilert werden. Ich meine, in manchen Filmtrailern, wie zum Beispiel Fast and Furious, da ist es ja echt so, dass man den ganzen Film gespoilert bekommt, schon quasi. Die ganzen Action-Szenen und so. Und hier ist es halt eher so normal gehalten, würde ich sagen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber irgendwie habe ich doch so diesen einen Punkt erwartet, wo ich mir dachte, okay, daraus kann man jetzt vielleicht erkennen, dass das und das passiert. Ist jetzt bei mir nicht passiert. Ich kann mir vorstellen, dass andere Leute, die darauf reagieren, übelst overreacten, so sagen, wow, Ellie ist groß, oh mein Gott. So, aber das ist bei mir nicht der Fall. Deswegen sorry. heute kommt aber noch eine Reaction, und zwar zum Assassin's Creed Valhalla Gameplay-Trailer. Und mit diesen Worten bedanke ich mich fürs Zuschauen auch drin. Bis zum nächsten React und tschüss.